zusammen. Heute lade ich euch auf eine gemütliche Runde auf meiner Couch ein. Und zwar gibt es heute meine Fun-Favoriten, und zwar so chartmäßiges Format. Top 3 mal 4, also 4 Kategorien. Und los geht's mit Kategorie Nummer 1. Auf Platz 3 habe ich etwas für die Mutigeren unter euch, die auf ein bisschen mehr Action in ihrer Freizeitgestaltung stehen. Nämlich den Blackfoot Hochseilgarten am Fühlinger See. Und zudem muss ich sagen, den habe ich ziemlich unterschätzt, weil ich war noch nie in einem Kletterpark und da gibt es 3 Schwierigkeitsstufen. Das Problem ist einfach, wenn man mittendrin ist und Schiss hat, man kann einfach nicht mehr zurück. Aber man ist auf jeden Fall stolz auf sich, wenn man es hinterher gepackt hat. Und ja, die auf so ein bisschen Nervenkitzel stehen, die werden auf jeden Fall Spaß haben. Auf Platz 2 für alle, die auf Offline Spaß stehen, so kann man es ja in unserer virtuellen Welt, glaube ich, nennen, habe ich als Tipp das Aqualand Freizeitbad in Köln. Und zwar kann man da zum einen Action haben, weil die haben da verschiedene Rutschen, unter anderem eine Rutsche, wo der Boden unter den Füßen wirklich weggezogen wird und man flapp in der Looping-Rutsche landet. Und es gibt aber auch, weil ich habe mich das natürlich nicht getraut, auch so normale Reifenrutschen, die aber auch es ziemlich in sich haben. Aber die haben auch einen Spa-Bereich für all die Chilligen unter euch. Und da freue ich mich schon, wenn ich da wieder hingehe. Und deswegen mein persönlicher Platz 2 und Platz 2 Tipp für euch. Platz 1! Krimi-Rollenspiele. Und ich habe da 2 neue von Culinario Mortale. Nicht erschrecken, mir fällt der Bart ab, weil ich habe einen Mann gespielt in dem Krimi-Rollenspiel. Tödlicher Ruhm. Und zusammen mit denen unter anderem, die anderen sind schon weg, weil wir sind ja schon fertig, und die Vegas, falls ihr sie nicht kennt, ihr Link in der Infobox, wen hast du gespielt? Ich war ein drogensüchtiger Schauspieler. Oh, da fällt der Bart komplett ab. Und die Lisa hat auch mitgemacht, wen hast du gespielt? Ich war eine Regieassistentin, die in einer lesbischen Beziehung lebt. Und wie hat es euch Spaß gemacht? Ich fand es wieder sehr spannend. War cool. Ich sehe euch beide nicht. Lustig. Und die Lisa, das wollte ich euch noch unbedingt sagen, die hat jetzt einen neuen Channel. Am Mittwoch kommt das erste Video. Was macht ihr auf ihrem Channel? Wie heißt der? Wir machen Do It Yourself. Das ist, der heißt Holy Schick. Und ab 15.11., also nächsten Mittwoch um 16 Uhr, jede Woche ein Video. Und das mache ich zusammen mit der Esther, der Schwester von der Joyce. Vielleicht kennt ihr die auch. Der Schwester Esther. Also auf jeden Fall alle Links in der Infobox. Und zurück in mein Zimmer. Wenn ihr auf Krimi steht, ist das Pflichtprogramm für euch. Hat es da gewimmelt? Egal, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wenn ihr euch dafür interessiert, für diese Art von Mordfälle lösen und so weiter, dann verlinke ich euch ein ausführliches Video dazu in der Infobox. Das habe ich nämlich schon vor 3 Jahren gemacht, aber nicht erschrecken, wie ich damals aussah. Und es geht weiter mit der nächsten Kategorie. Ich war ziemlich oft im Kino. Sehr oft im Kino. Aber es waren nicht so viele gut. Und selbst beim dritten Platz jetzt bin ich nicht ganz schlüssig, welcher von den beiden ist überhaupt noch würdig, jetzt auf Platz 3 zu sein, weil es einfach nicht mein Ding war. Aber ich habe dann entschieden, als Turtles-Fan hat mich der neue Turtles-Film so enttäuscht, der war ja so schlecht meiner Meinung nach, dass der es nicht mehr auf Platz 3 geschafft hat. Demnach hat es die Komödie Sextape auf Platz 3 geschafft. Es ist eigentlich eine ganz okay Komödie, meiner Meinung nach, aber ich bin einfach nicht so, ja, ich finde die ganzen Comedies, die Comedy-Filme nicht mehr so lustig mittlerweile. Man muss schon echt was Eigenes machen, um mich noch zu überraschen. Wenn man Bock auf eine Komödie hat, eine alberne, dann ist die okay. Wenn man keinen Bock hat auf eine lange Apple-Werbung, dann ist es nicht okay. Irgendwie geht es bei dem Film ein bisschen darum, dass Cameron Diaz ihren Arsch zeigt. Hatte ich das Gefühl. Aber hey, es ist ein geiler Arsch. Platz 2 und 1 sind sehr, sehr gute Filme. Platz 2, Gone Girl, ein sehr guter Psycho-Thriller-Film. Das ist so eine Art von Film, da darf man eigentlich nichts drüber sagen, dann hat man schon zu viel verraten. Aber er ist sehr anders. Also wenn ihr jetzt denkt, oh nee, der ist bestimmt zu grusel-horrormäßig und zu brutal, das ist es nicht. Der catcht dich auf eine ganz andere Ebene. Der macht echt, mein Freund hatte richtig Gänsehaut bei dem Film komplett. Die Spannung baut sich so unerträglich auf. Und das Beste ist, der Film, jetzt verrate ich vielleicht doch ein bisschen viel, fängt da erst richtig an, wo andere Krimi-Thrillers erst bereits aufhören. Also falls ihr auf richtig spannende Thriller steht, die so richtig schön in die Psyche gehen,
Guckt euch Gone Girl an, der lohnt sich auf jeden Fall. Und bei Platz 1 meiner derzeitigen Kinocharts muss ich zugeben, ich habe mir den Film dreimal im Kino angeguckt. Natürlich ist es Guardians of the Galaxy und der läuft ja immer noch vereinzelt in einigen Kinos. Und das ist, also ich glaube nicht, dass irgendein Film den noch schlagen kann. Und ich selber bin einer der Personen, die vorher den Trailer gesehen hat und gedacht hat, was ist das denn für ein Scheiß? Aber der Film ist so überraschend gut und in jeder Hinsicht, also von dem Qualitativen her, von den Schauspielern her, von den Charakteren her, von der Story her, auch von der Action, vor allen Dingen von dem grandiosen Humor und grandiosen weltbesten Soundtrack. Also richtig geil. Wenn ihr nicht auf Science Fiction steht, könnt ihr dem Film trotzdem eine Chance geben. Ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen was zu lachen haben. Ich bin auf jeden Fall totales Fangirl und kann es kaum bis zum nächsten Teil erwarten, weil den wird es ja geben. Wehe, wenn nicht. Kommen wir zu Serien! Und ja, ich habe wieder fleißig Serien geguckt, endlich wieder. Und auf Platz 3 eine sehr gute Comedy-Family-Serie, von der ich schon ewig gehört habe, aber ich habe es jetzt erst geschafft oder auch gerafft, die Serie endlich mal zu schauen. Modern Family, vielleicht kennt ihr die Serie ja. Und zwar lässt sich der Stil der Serie beschreiben, so ähnlich wie Stromberg, wie es hierzulande sehr bekannt ist. Wobei Modern Family natürlich mit The Office Vorgänger ist. Also eine Doku-Comedy-Serie und eine preisgekrönte. Also falls ihr auf locker lustige Serienunterhaltungen in 20 Minuten Takt für zwischendurch steht, dann zieht euch Modern Family rein. Auf Platz 2 das krasse Gegenteil, nämlich True Detective. Mega hochkarätig besetzt ist diese spannende Serie. Und die Serie wirkt im Prinzip so wie ein Film, der so 6 Oscars abräumen würde im nächsten Jahr. Der Titel sagt ja auch alles, es geht um eine Detektivgeschichte und die Geschichte und auch allein schon das Acting geht total unter die Haut. Ist eine sehr spannende, aber etwas ernstere Serie. Was heißt etwas? Eine ernstere Serie und reifere Serie. Und ja, demnach Platz 2, weil die sehr, sehr gut ist. Platz 1 ist so cool und ihr habt wahrscheinlich schon sehr viel davon gehört. Netflix ist auf jeden Fall King. Ihr ahnt es vielleicht schon, ich habe auf den ersten Platz gekrönt. Als Serie Orange is the New Black. Es ist eine Frauenknastgeschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert und die ist so cool dargestellt und hat so starke, lustige Charaktere. Also die Serie ist so ein bisschen der Inbegriff von cool, ist eigentlich ein sehr ernstes Thema, wird aber alles sehr unkompliziert und schmerzfrei verpackt und so ähnlich wie Shameless eigentlich. Eine ganz andere Story als Shameless, aber so ein bisschen die gleiche Gesellschaftsschicht, kann man da fast schon sagen. Auf jeden Fall, wenn ihr die Art und Weise und die Charaktere von Shameless cool findet, dann werdet ihr Orange is the New Black auch lieben. Absolut mein Geschmack und demnach absolut mein Platz 1. Und die 2 Staffeln, die es gibt, die habe ich auch schon 2-mal geschaut. Kommen wir zu dem, auf was ich am meisten gerade Lust habe. Ich habe nämlich gerade total Hunger. Und ja, Food. Falls ihr vegetarisch oder vegan lebt oder einfach mal gern vegetarisch oder vegan essen gehen würdet, da gibt es hier in Köln einen richtig coolen Laden. Nämlich das Trashic, was ein ziemlich cooler Namenmix ist aufgrund Trash und Trashic. Verstehst du? Und dort gibt es angeblich das beste vegane Gyros in ganz Köln. Ich selber war auch schon dort und fand den Burger echt lecker, den ich dort gegessen habe. Auf jeden Fall ist ist das Ambiente auch richtig cool, so kneipenmäßig und so im Berliner Urban Style, wie man so schön sagt, würde ich sagen. Und ja, das könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren, das finde ich echt lecker. Leckeres thailändisches Essen gibt es hier bei Pik Thai. Das ist jetzt nicht das modernste und schönste Ambiente hier. Es ist ganz okay, aber das Essen ist besonders lecker und besonders frisch. Und ganz ohne Glutamat wird hier gekocht. Und ich finde das Curry mit Ente total, total lecker. Und da sind wir schon am Zülpicher Platz in Köln. Und ich kann euch empfehlen, das Lu, das ist ein vietnamesisches Restaurant, was recht klein und sehr beliebt und sehr modern ist. Und deswegen solltet ihr euch immer dort reservieren, weil sonst ist es schon mal schwer, einen Platz in diesem vollen Restaurant zu kriegen. Da gibt es auf jeden Fall, die Karte ist sehr klein gehalten, aber die Sachen sind ganz besonders frisch und ganz besonders gesund, also sehr gemüselastig. Und hier gibt es diese total leckeren Sommerrollen. Aber was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall die vietnamesischen frittierten Frühlingsrollen mit diesem Limettendip und Ingwer-Eistee gibt es hier und der ist sowas von geil. Also das Lu müsst ihr euch unbedingt mal angucken und ausprobieren.
Webseiten zu den Restaurants sowie alle weiteren Infolinks zu all den Sachen, die ich in diesem Video erwähnt habe, findet ihr in der Infobox genauso wie diese beiden Videos, die ich euch hier mal direkt verlinke. Und wie gesagt, auch in der Infobox, falls ihr wissen wollt, zum Beispiel, woher ich den Pulli habe, da verlinke ich euch meine neue Haul Show und darunter mein letztes Favoritenvideo für noch mehr Freizeitgestaltungstipps. Lifestyle sagt man ja heutzutage dazu. Und ja, ich wünsche euch demnach noch einen lifestyligen Tag. Boah, das war jetzt sowas von darummäßig. Tschüss!